Die Modellpalette der Mercedes-Benz E-Klasse bekommt Nachwuchs. Pünktlich zum Frühjahrsanfang bringen die Stuttgarter die oben ohne Variante der E-Klasse auf den Markt. Neben Limousine, T-Modell und Coupé ist das Cabrio die vierte Variante der Baureihe. Das E-Klasse Cabrio kommt mit klassischem Stoffverdeck daher und bietet insgesamt Platz für 4 Personen. Wolfgang Brenner, Leiter Produktmanagement bei Mercedes-Benz, erklärt die Details. Das E-Klasse Cabrio ist ganz offensichtlich Teil der E-Klasse Familie. Und das erkennt man sehr deutlich an den Designelementen, wie beispielsweise den Doppelscheinwerfern in der Rautenoptik oder auch dem ausgestellten Kotflügel über der Hinterachse. Wir sprechen da von einem Heckmuskel, der dem Auto Kraft gibt. Insofern ist es eindeutig, dass wir hier eine Familie haben, wo das Auto dazu gehört. Das Akustikverdeck öffnet und schließt in 20 Sekunden. Das ist bei einer Geschwindigkeit von bis zu 40 km/h möglich. Das Cabrio-Dach findet in einer Verdeckwanne hinter der Rückwand Platz. Das E-Klasse Cabriolet ist zunächst ein klassisches Stoffdach-Cabriolet. Es gibt dem Auto eine ganz besondere Eleganz und gleichzeitig Klassik mit auf den Weg. Auch im geschlossenen Zustand sieht man, es handelt sich um ein Cabrio. Der Innenraum ist Mercedes-Benz typisch hochwertig. Das neue E-Klasse Cabrio ist ein vollwertiger Viersitzer und besitzt auch hinten sportlich geschnittene Einzelsitze. Ein Cabrio-Kunde möchte im Herzen erobert werden. Der liebt sein Auto und umso wichtiger ist es auch im Design sehr schlüssig zu sein und nachher das Auto aus einem Stück darzustellen. Hier ganz konkret haben wir neu in das Auto auch als Innovation integriert das sogenannte AirCap, eine Mütze aus Luft, die einen Windschott auf Knopfdruck darstellt. Das Akustikverdeck reduziert ganz wesentlich die Fahrtgeräusche und die Windgeräusche und gibt wirklich dem Wagen einen sehr großen Komfort mit auf den Weg. Das AirCap lässt sich bis zu einer Geschwindigkeit von 160 km/h automatisch ausfahren. Es besteht zum einen aus dem Windabweiser im Rahmen der Frontscheibe und zum anderen aus einem Windschott zwischen den Rücksitzen. Im Zusammenspiel mit der Nackenheizung AirScarf befinden sich die Insassen in einem sogenannten Warmluftsee. Durch das AirCap wird der Luftstrom angehoben und über die Köpfe der Passagiere hinweggeleitet. Die Cabrios haben bei Mercedes eine lange Tradition. Immer noch wunderschön anzuschauen sind zum einen der 220 SEB aus den 60er und 70er Jahren und der 300 CE, welcher erstmalig auf der IAA 1991 vorgestellt wurde. Die Antriebspalette der neuen Generation umfasst 3 Dieselversionen und 4 Benzinvarianten mit einem Leistungsspektrum von 170 PS bis 388 PS. Die Basispreise beginnen bei ca. 45.800 Euro für den 200 CGI und enden bei ca. 71.500 für die Top-Variante, den E500. Die Auslieferungen für das neue Mitglied der E-Klasse-Familie haben schon begonnen.